zum Thema Kriminalität, hast du das Gefühl, dass das in Hamburg schlimmer wird, besser wird? Schlimmer. Ja? Die Leute gehen auf jeden Fall mehr ab. Es wird immer jünger, ja, immer jünger, immer skrupelloser, immer mehr Drogen und immer mehr Armut. Sehe ich auf jeden Fall. Und immer mehr Bewusstsein darüber, dass man arm ist und dann Reaktion, Aggression. Bewusstsein vielleicht auch, weil der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird, oder? Ja, ein Punkt. Musik ist auch ein Punkt. Was heißt das? Musik ist auch ein Punkt? Dass erst seit kurzem es Unterschichtsmusik gibt. Mhm. Also Musik, die angeblich im Unterschied betitelt wird. Was ist denn Unterschichtsmusik? Ja, Musik von der Proletariat. Von dem Proletariat. Und was heißt seit kurzem? Seit wann kann man das? Seit 5 Jahren gibt es ja angeblich einen Gangster-Straßenrap. In Deutschland? Ja. Und seit einem Jahr ungefähr ist es auch deutschlandweit, gibt es auch endlich mal authentischen Straßenrap. Mhm. Und dann kannst du mal wirklich hören, wie ein Typ tickt, der von da kommt. Mit ihr Hartz IV ist viel zu wenig Cash, hab ich recht. Sirene hier, Sirene da. Eine falsche Aktion, das Leben ist verkackt. Die Handschellen sitzen fest, aber das ist extra. Ein richtiges Jugendhaus haben wir gar nicht. Haben die abgeschafft irgendwie. Wir wollen wahrscheinlich auch keine Community hier bei uns. Also speziell auch im Karo-Viertel. Mhm. Es gibt ein paar Jugendhäuser noch in St. Pauli, aber nicht bei uns so wie früher. Aber für dich war dieses Jugendhaus schon ziemlich wichtig damals, oder? Auf jeden Fall. Da hast du auch deine Musik irgendwie machen können und auch. Ja, also das war jetzt in einem anderen Jugendhaus, wo ich das gemacht habe. Aber Jugendhäuser sind wichtig. Das sollte auf jeden Fall befördert werden. Und nicht nur in den Randbezirken. Mhm. So in den Randbezirken. Ich bin halt, komm, jeder in die Jugendhäuser rein und denke, wo bin ich hier gelandet? Mit Kinoleinwänden und alles, damit die alle schön da bleiben. Sondern das hast so gestalten, dass es. So ja, auf jeden Fall. Die wollen einen einfach nur da beschäftigen, dass man da bleibt. Und nicht einen wirklich weiterhelfen. Mit seiner. Gibt es dann ein, zwei Leute, die dann einen weiterhelfen wollen, aber das. Die Gelder müssten eigentlich in andere Sachen fließen. Guck dir unser Recht an. Schweig unser Leise. Und nicht gegen das System, du bist nur der Ameise. Der Bunker. Das ist der Bunker. Luftschutzbunker. Ist das der Bunker? Ja, das ist der. Ja. Okay. Und was hast du mit dem Bunker? Was verbindet dich persönlich mit dem St. Pauli. Und dass ich hier groß geworden bin. Ausgibt, was ist deine Aussicht? Blaulicht. Die Jungs machen Umsatz mit Rauschgift. Wir leben in den Augenblick. Das ist St. Pauli. Du machst dein Paradies hier draußen fit. Sag, was ist. Würdest du dir, ist das für dich wichtig, dir Sachen zu kaufen? Irgendwie ein fettes Haus, ein geiles Auto? Ja, also bei Autos bin ich nicht jetzt so der Überprotz. Also es muss jetzt nicht so ein Bugatti oder was da alles für Autos gibt. Es muss nicht sein. Also ich will auf jeden Fall schon ein Luxusauto, aber im Kleinformat. Und ich will auch ein Haus. Ich will auf jeden Fall an materiellen Glück teilhaben, aber ich will es auch nicht übertreiben. Ich bin kein Typ, der Geld für, selbst wenn ich viel hätte und auch wenn ich mal viel hatte durch irgendwelche Sachen, habe ich es nicht gleich für Scheiße verballert. Also ich bin ein Mensch, der schon überlegt, wo ist es wichtiger, jetzt Geld reinzustecken. Und das wäre dann die Musik? Oder wäre die Musik, wäre Freunden Reisen, Freunden mal was ausgeben. So, ja, solche Sachen. Und so unter Hip-Hopern, also du jetzt zum Beispiel mit deinen Kumpels, die auch irgendwie rappen, gibt es da ein Konkurrenzdenken oder gibt es da gar nicht? Ich könnte das jetzt auch sagen, naja, bei uns gibt es das gar nicht, aber ich glaube, jeder insgeheim will natürlich der Beste sein, sagen wir mal so. Ja. Und es gibt ja auch Konkurrenz und das kann freundschaftlich sein, weißt du, es muss ja nicht immer gegeneinander sein mit irgendwelchen Aussagen, die man gegen in Liedern macht, gegen einen anderen Rapper oder so. Es geht ja auch einfach, mach besser und dann mal gucken, weißt du, wer mehr gefeiert wird. Aussicht, Blaulicht, die Jungs machen Umsatz mit Rauschgift. Wir leben in den Augenblick, das ist St. Pauli. Du machst dein Paradies hier draußen fit. Sag, was ist. Wenn du, also, aber zum Beispiel über deine politischen Texte, ja? Ich nenne es einfach mal politische Texte. Sprichst du über dieses Thema auch mit deinen Jungs? Also setzt ihr euch echt hin und diskutiert darüber einfach mal einen Abend und fernab jetzt davon, dass es ein Hip-Hop, ein Rap-Text ist oder so, sondern einfach wirklich über diese Themen. Ja, auf jeden Fall. Sonst könnte ich ja. Diskutiert. Sonst wüsste ich ja, sonst würde ich ja. Ich mache mir fast permanent mit solchen Sachen Gedanken so. Und das meine ich halt. Die werden halt abgestempelt, als ob wir uns gar nicht dafür jucken. Weil selbst der
Ich kenne Menschen, die sehen aus wie vollkommene Idioten, die reden so, die gucken so. Aber dann, wenn du ein bisschen mit denen geredet hast, merkst du, der macht sich ja auch über das und das Gedanken. Was ich auch scheiße finde, ist, von vielen anderen Leuten wird man nicht ernst genommen, wenn, sobald man Sachen falsch sagt oder nicht sagen kann gerade. Oder das ist, er hat halt gerade nicht das Wort in seinem Kopf gehabt. Ja. Tut ihm leid, seine Eltern sprechen kein Deutsch. So. Ja. Und ja, da sollte auf jeden Fall mehr Rücksicht genommen werden und nicht immer auf jeden Fehler gezeigt werden und jedes, alles, die ganze Scheiße kommt immer hervor hier in Diskussionen. Man kann ja auch mehr akzeptieren einfach, die Eigenarten von verschiedenen Leuten. Dann laufen wir mal wieder Richtung Auto zurück, ne? Deine Pavillons, wenn du von der Straße kommst, weißt du wie es ist. Wenn du dein Viertel liebst, egal wie dreckig es ist. Dönerboden an jede Ecke, die Fassaden sind kaputt. Stop. Gut, Nate. Mikrofonchecker. Alter, wir wollten uns nur noch Tschüss sagen. Tschüss. Vielen Dank, das war sehr nett. Danke, mich auch. Ja, das war Nate. Heb die Fahne hoch, Santa Pauli Patriot. Das geht an alle Piraten, die hier am Hafen wohnen. Heb die Fahne hoch, Santa Pauli Patriot. Mittlerweile sind wir Landratten, Digga, wann fahren wir los? Heb die Fahne hoch, Santa Pauli. Was hältst du von unserem Titel? Du hast die Macht. Findest du das? Ist cool. Hab ich ja eben schon gesagt. Finde ich gut. Hab ich eben. Kannst du es nochmal? Das war ein Anfänger. Der war Anti auf jeden Fall. Ja, ist gut, der Name.